Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Kurzerhand habe ich mich dazu entschlossen, doch noch ein Video vor den Feiertagen zu drehen, denn ich habe Weihnachtsmarmelade gekocht und die dann in so ein Glas gefüllt und ich möchte das gerne verschenken, aber weil das einfach so zu langweilig aussieht, habe ich mir gedacht, basteln wir doch gemeinsam eine Verpackung. Ich habe dann mal im Internet ein bisschen gestöbert und bin auf eine sechseckige Verpackung gestoßen. So eine Art, ja, mit Kuppel. Also, wie nennt man das denn? Kuppelbox? Ich kann es euch gar nicht genau sagen, wie das jetzt eigentlich genannt wird. Wenn hier jetzt noch das Band durch ist, sieht das Ganze von oben so aus. Und ich finde, das sieht richtig toll aus. Und deswegen basteln wir das jetzt gemeinsam. Ich habe im Internet zwar eine Anleitung gefunden, aber eine, die aus einem Farbkarton oder Designerpapier gebastelt wurde, mit dem Maß 30,5 von der Länge her. Also ein 12 Zoll Bogen. Ich habe ja so große Papiere nicht, außer halt Designerpapier, aber da das Marmeladenglas eben doch ein bisschen Gewicht hat, wollte ich was Stabiles haben. Deswegen bastel ich aus Farbkarton. Wie gesagt, je nachdem, was ihr reinmacht, könnt ihr das auch aus Designerpapier basteln. Ja, dann legen wir einfach mal los. Ich habe mir soweit auch schon mal alles vorbereitet, was wir benötigen. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen gewackelt. Also eine Lochzange brauchen wir, ein bisschen Band, um das Ganze zu verschließen, 3D-Klebepads, Designerpapier, da kommen wir gleich dazu und Farbkarton. Also ich nehme einmal die komplette Länge meines DIN A4 Blattes, diesmal in weiß, und schneide mir das dann auf 18 cm in der Breite zu. Und dann geht es auch schon ans Falzen. Und zwar, da wir sowieso schon auf der kurzen Seite sind, falzen wir uns einmal bei 6 cm und bei 12 cm. Und an der langen Seite, Vorsicht nicht erschrecken, das sind ein bisschen krumme Maße, falzen wir bei 4,8 cm. 9,6 cm, 14,4, 19,2, 24 und 28,8 cm. Der einzigste Unterschied, den es ausmacht, im Vergleich zu dem 30,5 langen Farbkarton, ist, dass die Klebelasche dann größer ist. Die hier ist jetzt so ein Zentimeter groß, das reicht vollkommen aus. Wenn ihr jetzt den großen 12-Inch Bogen nehmt, dann habt ihr hier halt einfach nur mehr Klebelasche, aber der Rest ist im Prinzip genau gleich. Jetzt müssen wir noch einmal etwas falzen, das müssen wir aber von Hand falzen. Deswegen lege ich mir jetzt etwas unter. Und zwar nehme ich einfach einen Katalog. Und zwar habt ihr jetzt auf der rechten Seite die Klebelasche. Wir brauchen zuerst aber noch ein Lineal und einen Bleistift und markieren uns in den oberen Feldern jeweils die Mitte. Das heißt, jedes Feld ist 4,8 cm breit, ist bei 2,4 cm dann die Mitte. Und das machen wir in jedem Feld. Ich mache das auf der Rückseite. Oder mache ich es doch diesmal? Nee, ich mache das diesmal doch auf der Vorderseite. Ich habe es bei dem letzten, das ich gebastelt hatte, auf der Rückseite gemacht. Und dann ist das aber mit dem Falzen ein bisschen doof. Ich mache das hier auf der Vorderseite, mache halt nur einen kleinen Punkt. Notfalls kann man dann den Bleistift ja wegradieren.
dass man es nicht mehr sieht. Also immer nur in dem oberen Feld, nur in den oberen Feldern in den 6 Stück, immer die Mitte, also immer bei 2,4 cm einmal eine kleine Markierung setzen. Und dann falzen wir erneut, aber von Hand. So, jetzt, damit wir diese Rundung hier reinbekommen, wenn man hier von oben schaut, damit man hier diese Rundung reinbekommt, brauchen wir auch etwas, das eben so eine Rundung bietet. Und wenn ihr Stanzschablonen habt, zum Beispiel Ovale, könnt ihr daraus euch eine Vorlage machen aus, ja, aus Farbkarton oder aus mehreren Lagen Farbkarton und dann hier falzen. Oder ansonsten, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch genauso gut, dann gibt es eine Sternbox, dann wird das Ganze eben hier oben nicht rund. Wenn ihr nichts habt, das irgendwie oval ist, könnt ihr auch von der Markierung aus hier zur ersten kreuzenden Falzlinie in die Ecke gerade reinfalzen. Dann wird das, wie gesagt, eine Sternbox. Oder eben ihr macht das so wie ich. Ich habe jetzt entdeckt, dass ich zum Beispiel mit meinem Stanzer hier, hier habe ich auch eine leichte Wölbung, und da kann ich das Ganze jetzt einfach anlegen. Das heißt, ich zeige es euch einfach mal. Ich falze einmal hier das nach. Und zwar falzen wir jetzt immer von der Markierung bis in diese Ecke, von der Markierung in diese Ecke. Ja, und das in jedem der Felder in der obersten Reihe. Die anderen Reihen werden nicht beachtet. Geht es einfach einmal hier so entlang, leg mir das so an und falze hier einmal immer jedes Feld von der Markierung in die Ecke unten links zuerst. Wie gesagt, schaut einfach mal, was ihr so zu Hause habt, ob ihr irgendwas findet, das eventuell ein Oval oder Oval ist. Ein Kreis funktioniert nicht so richtig, denn die Falzlinien, die wir ziehen, dürfen sich nicht überschneiden. Und dann könnt ihr das nicht mehr falzen. Kann man das jetzt sehen? Schlecht. Oder? Nee. Ich zeige es euch gleich nochmal. So, jetzt einmal hier von dieser Falzlinie. Man muss nur darauf achten, dass man es richtig rum macht. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Es gibt auch ein Video von Trehend, heißt der Kanal. Da macht sie sich eine Schablone selbst aus einem Kreis. Da muss man vorher aber eben etwas ausrechnen und messen. Und das war mir alles zu aufwendig. Deswegen habe ich gedacht, ich suche mir einfach irgendetwas, das eben dieses Muster hat oder ein Oval bietet. So, mal schauen, ob das irgendwie sichtbar wird. Einen Moment. Mit Blitz auch nicht wirklich. So könnt das, glaube ich, ganz gut sehen. Ich habe hier von der Markierung in die Ecke gefalzt und in die Ecke. Jedes Feld, ne? Einmal so durchgefalzt. Und jetzt können wir schon einmal all unsere
Falzlinien nachziehen, außer die ovalen, die noch nicht. Und vorher werde ich mir die Bleistiftmarkierungen hier oben einmal schnell entfernen, dass man das nicht so sieht. Wenn ihr einen dunklen Farbkarton verwendet, sieht man das sowieso nicht wirklich. So, einmal alles durchfalzen. So, und dann wird geschnitten. Entschuldigt bitte für das viele M heute. Ich war arbeiten, bin ein bisschen durch und deswegen öfters mal ein M. Hier rechts ist die Klebelasche. Wir schneiden hier rechts unten einmal ein und schrägen uns das Ganze ab, denn es ist ja eine Klebelasche. Kennt ihr? Wisst ihr Bescheid. Und hier unten werden wir alle Falzlinien einschneiden bis zur ersten kreuzenden Falz. Denn das wird der Boden. Einfach gerade einschneiden, nicht abschrägen. Schneidet sauber, denn der wird später übereinander gelegt und das sieht man dann sonst, wenn ihr das schräg schneidet. So, das war es auch schon. Ich habe mir dann noch ein bisschen Designerpapier zurechtgeschnitten und zwar 6 Stücke mit dem Maß 4,5 x 5,7 cm. Die klebe ich mir jetzt hier auf. Das hier alles aufgeklebt. Jetzt gehen wir ans Nachfalzen der abgeschrägten Linien. Wichtig ist, dass ihr die einfach nur gut falzt, damit ihr die dann jetzt schön von Hand nachfalzen könnt. Die legen sich aber auch schon ganz von alleine so in die Richtung, in die sie sollen. Also da, wenn ihr das richtig schön gefalzt habt, ist das dann gar kein Problem. Und dann geht das auch sehr einfach. Da habe ich nicht gut gefalzt. So, bevor wir die Box zusammenkleben, werden wir jetzt noch Löcher reinstanzen. Und zwar lege ich mir immer die beiden übereinander, wo sich die Falzlinie oben trifft. Ja, die beiden lege ich mir so übereinander. Und stanze mir dann da ein Loch hinein. Das ist dann für das Band später. Immer die zwei hier übereinander legen, Loch rein. Ihr könnt euch das auch ausmessen. Ich mache das einfach, ihr wisst, wie immer. Pi mal Daumen. Augenmaß halt. Dann hole ich mir Abreißklebeband. Das werde ich auf die
Klebelasche anbringen. Und dann werde ich auf dreien dieser Laschen Abreißklebeband anbringen. Auch nur einen Streifen. Und den Rest werde ich dann später zusätzlich mit Tombow noch kleben. Das zeige ich euch aber gleich. So. Auf drei Laschen, wie gesagt, das reicht. Zuallererst werde ich mir hier die Box einmal zusammenkleben. Dafür nehmt ihr einfach die Box her, zieht die Lasche hier ab und könnt das so übereinander legen, wie man eben ganz normal eine Box auch zusammenklebt, das kennt ihr ja. Dann werden wir uns den Boden einmal zusammenbasteln. Ich habe jetzt auf drei Laschen Klebeband drauf. Jetzt nehme ich mir eine. Na, ziehe die Schutzfolie ab und nehme immer die gegenüberliegende und klebe das dann übereinander. Und weil ich ja nur hier so einen schmalen Streifen Klebeband habe, nehme ich eben zusätzlich für diese Lasche noch ein bisschen Flüssigkleber, um die hier am Boden zu fixieren. Ich möchte nämlich nicht hier die ganze Zeit mit dem Abreißklebeband beschäftigt sein und die Schutzfolie hier abziehen. Ihr könnt das auch direkt gleich mit Flüssigkleber festkleben. Das kann es euch überlassen, wie ihr das mögt. So, und dann noch die letzte. Schutzfolie ab. Ein bisschen Kleber drauf, fertig. Oh, komm raus. Dann könnt ihr einfach von innen noch einmal dagegen drücken, damit auch der Boden schön hält und alles gut klebt. Ja, und dann kommt natürlich die Marmelade rein. Passt auch ganz genau. Und das Ganze wird dann so zusammengebunden. Ja, da kommt jetzt gleich das Band durch. Und wie gesagt, von oben sieht das so schön aus. Ich nehme mir hier das Glitter Organdi Band in Schwarz. Ich liebe dieses Band. Ich schaue jetzt nur einfach, wo hinten ist. Hier ist bei mir hinten. Das heißt, ich fange hier vorne an und gehe hier einmal durch. Einfach nur so ein bisschen zusammen, dann habe ich immer das Band durch zwei Löcher durchgezogen. Und schon bin ich wieder vorne. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Band, damit ich auch eine Schleife binden kann. Zack.
Mein ganzer Tisch glitzert. So. Einfach so ein bisschen zusammenziehen. Und dann einen Knoten machen und eine Schleife binden. Toll. Das wurde nichts. So aber nicht. Oh, Leute. Ich habe gleich einen Knoten in den Fingern und nicht in dem Band. So, jetzt. Ist schon manchmal nicht so einfach. So, jetzt aber, ne? Gar nicht mal so übel. So, dann lass mal hier das ein bisschen hier runterhängen. Schwupps. Und als zusätzliche Deko, werde ich mir einen Spruch stempeln. Ich habe hier einmal aus hellblauem Farbkarton und aus weißem Farbkarton zwei Kreise ausgestanzt. Hier stempel ich mir dann in Marineblau einen Spruch auf. Und zwar, das ist das Stempelset Geschwungene Grüße X-Mess Modern von Kreativdepot. Und die sind so, so, so schön. Wie versprochen, nichts. Das passt. Wo ist jetzt mein Acrylblock hier? So, das werde ich mir jetzt in Marineblau hier aufstempeln. Tada! Dann klebe ich mir die beiden hier übereinander mit Dimensionals. Und als zusätzliche Deko werde ich dann noch ein paar Sternchen ausstanzen. So, das Ganze klebe ich mir jetzt aber mit Flüssigkleber auf. Und dann kommen hier, wie gesagt, noch ein paar Sternchen hin. Und zwar habe ich ja hier die Stanze vom Teddy. Mit der bin ich wirklich glücklich. Also für 1,50 Euro top. Da nehme ich dann zwei in dem hellen Blau, zwei in dem Dunkelblau. Mal gucken, wie viel ich brauche. Oder möchte. Ja, also ich setze mir da oben noch ein Sternchen hin. Dann kann man da noch ein bisschen mit Glitzer arbeiten. Ganz wie man möchte. Ich glaube, ich bleibe bei den dunkelblauen, oder? Ja. Ich bleibe einfach mal bei dem dunkelblauen Sternchen. Finde ich schön.
Mal nicht rot und grün. Finde ich schön. Doch. Ist schön geworden. Und was meint ihr? Ihr Lieben, das war meine Idee für meine Weihnachtsmarmelade. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln dieser tollen Box. Und sage, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.